So, hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch. Schön, dass ihr mal wieder beim Reinschauen seid. Das ist der Hartmut mal wieder. Heute machen wir mal wieder was. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Lust. Ich bin auch gerade daheim. Das Wetter ist ja nicht so arg. Ziemlich durchwachsen. Plus 22 Grad. Ja, wie gesagt, heute gibt es mal wieder was. Was ich und Minus macht, der Ablauf, da lassen wir euch überraschen. Ich schütte es einfach so aus dem Hand raus, so wie ich lustig bin. Zu Beginn möchte ich zwei neue Abonnenten begrüßen. Und zwar Grüße an den Coachy Blog und an die Miss Replay 9. Ja, was machen wir heute? Ich stelle ein paar Filme vor. Und zwar habe ich am 15.06. einen Beitrag gemacht. Da habe ich so einen Stapel mit DVDs gehabt. Habe sie noch gar nicht angeschaut. Habe sie bloß mit so einer Kamera reingehalten, dass sie sieht, was sie überhaupt gekauft haben. Und jetzt habe ich schon ein paar angeschaut, habe ein bisschen recherchiert, nur nachträglich, man kann sich ja nicht alles merken. Und dazu möchte ich ein bisschen was sagen, ich möchte auch gar nicht irgendwelche Empfehlungen aussprechen, so muss jeder selber wissen, was ihm so liegt. Ja, würde ich sagen, fangen wir einfach einmal an. Ein Film, wo ich damals kurz eine Kamera reingehoben habe, das war der da. Ja. Dead Snow. Ein Horror. Geschwind, ja. Also, es ist nicht so ein Horror, wo man sich richtig gruseln und verschrecken muss. Das ist so eine Mischung aus Slasher-Horror, ein Zombie-Film und eine Komödie. Also, das soll man nicht so ernst nehmen. Man hat da ein paar lustige Szenen drin. Aber überwiegend ist es ein Zombie-Film und ein Slasher. Das ist eine Produktion von Norwegen 2009 vom Regisseur Tommy Wirkola. Zu den Darstellern, die brauche ich eigentlich nichts sagen, weil die habe ich noch nie, das sind Norwegen, die habe ich noch nie gehört oder irgendwie etwas gelesen. Als erstes habe ich gedacht, ein Film von Norwegen, oh, was ist da das? Da habe ich gedacht, wahrscheinlich hat da ein Heimfilmer mit kleinem Budget irgendwie so einen Gruß da dreht, ab dem ist gar nicht so. Also muss sagen, Aufnahme, die Qualität, Bild, alles top. Der Film ist jetzt schlecht, aber auch jetzt sehr gut. Er ist also drin, also gut zum Angucken. Wo ich den damals gekauft habe, habe ich nicht ganz genau gewusst, um was da geht. Aber das Bild vorne hebe ich nochmal kurz rein. Ja. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Der Film selber, der ist in der Hülle drin. Die Box selber sieht so aus. Gell? Und da ist die Rückseite. Ja. Da gibt es ja Leute, die wollen wissen, ob man ein Wendekaber hin. Ja. Ja. Zwei CDs drin. Ja. Kurz zu Handeln möchte ich was sagen, dass ihr wisst, um was da überhaupt geht. Und zwar ist da eine Gruppe von Medizinstudenten, möchte sich in den norwegischen Bergen ausspannen. Und die treffen da unterwegs so einen alten Wanderer. Und da waren die Leute davor, ja, nicht so weit in das Gebirge vorzugehen. Weil die Gegend hat sich früher eine gefürchtete SS-Truppe aufgehalten. Und die haben sich so daneben benommen oder was weiß der Kuckuck was die angestellt. Auf jeden Fall, die Landbevölkerung war so aufgebracht, dass sie Heugabel und Fackel genommen haben, haben die Leute vertrieben von dem Gebiet. Die haben sich dann weiter zurückziehen müssen in die Berge und sind dann in der eisigen Kälte umgekommen. Ja. Und seither lasche da ein Fluch auf der Gegend und die Nazi bzw. die SS-Soldaten geistert da rum. Und die Studenten, wo den Wanderer ausgedacht hin wegen dem Fluch und so, die treffen natürlich eines Tages auf die Truppe und einer nach dem anderen. Ja, kann man sich denken. Ja, also der Film ist schlecht, also da müsste ich gar nichts sagen. Ja, das war's kurz zum Film Dead Snow. Das ist also jetzt der erste Film, wo ich angeguckt habe von dem Haufen. So, Odele. Habe ich da alles gesagt? Ja, da habe ich alles gesagt. So, der nächste Film, was ich angeschaut habe, war
Immer ein bisschen der Reihe nach. Ja, ist es schon ein bisschen älter. The Thing, das Ding. Da möchte ich auch nicht so viel dazu sagen. Da ist die Rückseite. Ja. Gucken wir nochmal schnell rein. Da haben wir sie gar nichts. Leider kein Windycover. Ja. Ja, The Thing, das ist ein Science-Fiction-Horror-Film. Kam raus als Prequel, aber ist doch im Kern ein Remake vom John Carpenter, das Ding von 1982. Und der Film damals war ja auch ein Remake vom der Howard Hawks Verfilmung von 1951. Was soll ich dazu sagen oder kann ich? Also ganz kurz. Ein norwegisches Forschungsteam findet im ewigen Eis ein abgestürztes Raumschiff. An Bord ist eine eingefrorene Lebensform und die Berge, die dann den dissozieren. Und irgendwann in der Nacht wird die Lebensform lebendig, macht sich aus dem Staub und krallt sich nach und nach einen nach dem anderen von der Forschergruppe und tut die Leute absorbieren, also schlüpfen die rein und versucht, den ihr Lebensform anzunehmen, was sie ganz gelingt und dementsprechend entstehen dann Wesen. Also, das ist also einer von, ich hebe nochmal kurz nach, wir finden ganz, ganz wenige Remakes, wo sich fast zu 100% ans Original anlehnen. Ich muss halt immer sagen, Remakes und so, ganz ehrlich, Original ist halt immer noch beste. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, sehr wenig Ausnahmen. Und eine von denen ist The Thing. Ja, Zupf. Als nächstes haben wir Atemlos. Das war der da. Ja, Rückseite. So, schauen wir mal innen rein. Da haben wir ein Windycover. Dann ist ein kleines Heft dabei. Da schauen wir mal schön rein. Da ist nur Werbung von anderen Filmen drin. Ja. Ja, gut. Atemlos ist ja von USA 2011. Da war der Start. Am 30.10.2011, letztes Jahr, schon eine Weile her. Ja, der eine kommt halt dann früher oder später raus. Das ist ein Action-Thriller von John Singleton. Die bekannteste Darsteller, wo der mitspielt, das ist Alfred Molina, Mario Bello, Jason Isaacs und Sigourney Weaver. Sigourney Weaver kennt ihr ja auch, den Alien-Film. Und zwar in dem Film spielt ein Schauspieler mit, den kennt ihr aus der Twilight-Serie, der Taylor Lautner, und der spielt also seine erste Hauptrolle. Jetzt, um was geht's da? Der Taylor Lautner, der spielt da einen Highschool-Schüler, der findet eines Tages auf einer Webseite von vermissten Kindern, entdeckt er ein Foto von sich, wo er ihn als kleiner Junge zeigt. Und der recherchiert dann und stellt dann eines Tages fest, dass die Eltern, wo er da aufwachsen ist, gar nicht seine Leibliche sind. Und was dann passiert, die wird kurz nachdem der das Ganze in Gang bringt, wird seine Eltern vom Profikiller ermordet. Und daraufhin flüchtet er mit einer Freundin. Er wird von den Killer verfolgt, wo seine nicht leibliche Eltern umgebracht sind. Und er versucht dann im Laufe des Filmes das Geheimnis seiner Identität zu entschlüsseln und dann schließlich am Schluss seine Eltern zu besiegen. Das ist jetzt bloß einmal kurz angesprochen, um was in dem Film überhaupt geht. Also ich finde den Film ziemlich spannend und toll gemacht. Ja, das war kurz so Atemlos, gefährliche Wahrheit. Der nächste Film, den wir angeschaut haben, Attack the Block. Oder? Ja. Rückseite.
Hört man mal innen rein. Kein Windecover, wieder ein Heftchen drin mit Werbung von anderen Filmen. Attack mit Block ist ein bisschen, ist auch so, soll ich sagen, eine Mischung aus Horror und Komödie. Das sollte man nicht zu ernst nehmen, aber so ein bisschen Mischmasch, was ist ja auch Unterhaltung. Drunter ist es gar nicht schlecht. Das ist eine Produktion von Großbritannien 2011. Da war der Start am 22.09.2011. Und der ist von Regisseur Joe Cornish. Kurz zur Handlung. Da gibt es, der spielt in einer Londoner Gegend, die von so einer Jugendbande beherrscht wurde. Also das ist ein Ghetto. Und die terrorisieren da ihre Mitmenschen. Prügelt auf sie ein, denn sie überfallen, so wie es halt im Ghetto zugeht. Und die hingen eines Nachts rum und beobachten da ein Feuerwerk. Und die wollen natürlich wissen, die Dinger, wo die da runterkommen, also ich, man sieht schon, das ist kein gewöhnliches Feuerwerk, kommen ganze so riesige Balle runter. Und da entpuppt sich das Ganze schnell als eine Alien-Invasion. Also da, wo die runterkommen, da tauchen dann auf einmal gefräßige Monster auf, die nach Menschenfleisch hungern. Und das ist, die Gruppe, die nimmt das irgendwie nicht so ernst. Auf jeden Fall, das ist für die Gruppe eine willkommene Abwechslung. Anstatt einmal auf wehrlose Mitbewohner einzuschlagen und uns jetzt zu tyrannisieren, man hat eine Jagd auf den Monster. Gell? Ist ein bisschen lustig, sollte man nicht so ernst nehmen. Also ich fand ihn nett, kann man angucken. Ich hänge nochmal rein, der Attack-Block. Da, Attack-Block. So, das nächste, die Herrschaft der Schatten. Da seht ihr, dann ist schon ein bisschen was vorbereitet, man kann sich ja gar nicht alles merken, gell? Die Herrschaft der Schatten. Ich hoffe, dass man sieht, das spiegelt ein bisschen, weil das ist fast wie so ein Hologramm. Da sieht auch die Rückseite aus. Kein Wendecover. Dann ist da noch ein Heftchen drin. Ja, das sind so DVD-Highlights drin. Die Herrschaft des Schatten ist von USA 2010. Das ist so ein Inside-Thriller, Horror-Schocker von Brad Anderson. Der spielt mit Hayden Christensen, John Leguizamo und Fendi Newton. Ja, ganz kurz zur Handlung. Im Kino verlöschen plötzlich alle Lichter. Und der Filmvorführer, der denkt, ja, wahrscheinlich spinnt der Filmprojektor mal wieder. Der hat wieder seine Macke. Und auf einmal geht halt das Licht wieder an und dann muss er feststellen, dass etwas viel Schlimmeres geschehen als nur ein Stromausfall. Auf jeden Fall, in dem Kino sind alle Menschen verschwunden. Und da, wo die saßen, da liegen halt nur noch Bündel von Kleidungsstücken. Und daraufhin verlässt das Kino, tritt nach draußen in die Stadt und muss da auch feststellen, dass das spielt in Detroit, dass auch die ganze Stadt menschenleer ist. Und was noch dazu kommt, ist, dass es sogar selbst am Tage dunkel bleibt. Ja, jetzt irrt er so durcheinander und er findet eine Bar im Keller. Da findet er Zuflucht, da trifft er zwei, drei Überlebende. Und mit denen drei versucht er noch der Hölle zu entkommen und die werden von den unheimlichen Schatten auf Schritt und Tritt verfolgt. Ich möchte da gar nicht näher dazu was zum sagen, wie die Schatten aussehen, was das überhaupt sind. Da bin ich alles verraten, ist ja die Spannung ein bisschen genommen. Der letzte Film, was sie angeschaut haben, hebe ich auch kurz rein, das Phantom. So. Rückseite. So, schauen wir mal innen rein. Da haben wir auch wieder kein Windecover, aber zwei DVDs, weil das ist eine zweiteilige Miniserie. Da müsste ich sehr, sehr viel Zeit nehmen. Da geht ja elends lang. Das kann ich euch genau sagen. Das sind 182 Minuten. Also, das sind über 6, 12, 18, über 3 Stunden. Ja, hebe nochmal rein. Der Mann hat ein schönes Kostüm an, erwartet aber nicht, dass es da irgendwie um Superhelden gibt. Das Phantom, das war irgendwie mal so ein Mysterium, wo sich für Gerechtigkeit eingesetzt hat.
Und zwar basiert der Film auf einem Comic, wo es in der USA gegeben hat oder immer noch gibt, von Lee Falk. Wie gesagt, es ist eine Miniserie in zwei Teile. Kurze Handlung. Also der Sohn eines Superheldens will in die Fußstapfen von seinem Vater treten. Und er bekommt eines Tages einen Auftrag von so einer Geheimorganisation und die soll so eine Bruderschaft bekämpfen, die Sing-Bruderschaft. Ja, also der ist halt ziemlich langatmig. Aber sagt, da müsst ihr euch ein bisschen Zeit nehmen. Da müsst ihr auch jetzt auch wieder zusagen. Das ist jetzt also. Also er kann nicht von heute auf morgen in die Fußstapfen von seinem Vater treten, weil der Vater selber war einfach eine Größe und eine Person und das kann man nicht so ersetzen, das muss man sich verdienen, erarbeiten, erkämpfen. Gell? Und es ist halt praktisch dann der Werdegang zum Phantom. Ja, das war jetzt ganz kurz also. Mehr weiß der Edda. So, das war jetzt kurz paar Filme, wo ich da angeschaut habe von meinem letzten Bike vom 15.06.2012. Und was ich heute auch noch machen möchte, ich möchte heute ein paar Apps vorstellen, meine Lieblings-Apps. Heute ein paar steht da inzwischen Smartphone. Also, und zwar möchte ich heute ein paar zeigen. Android oder Android. Also ich muss sagen, ich habe auch erst mit Apple und so, aber ich bin inzwischen umgestiegen. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt, weil wenn ich für ein iPad fast 700 Euro hinlegen muss und muss fast jedes App kaufen und kriege dann sehr, sehr abgespeckte Versionen von Spielen zum Teil, wo es mit 4, 8 oder 10 Levels muss wirklich alles kaufen und gucke in den Android-Neimarkt. Android-Markt rein, da schmeißen sie Spiele kostenlos hinterher mit 2, 3. Ich habe ein Spiel, da ist der höchste Level 600. Ja, gut, ich habe halt oben ein bisschen Werbung. Ja, gut, Apple hat natürlich auch viele Vorteile. Immer die Aufmachung von den Programmen, die Auflösung und die Farbe, das ist natürlich geil zum Vergleichen. Ich schaffe auch, da habe ich selber sehr mein iMac, ich schaffe eigentlich nur noch mit iMac. Aber in Sache Tablets und Smartphones im Moment nur Android. Ja, und dann fange ich einfach einmal an. Wenn es euch gefällt, könnt ihr da ja was schreiben oder mir Vorschläge machen, was euch so an Apps gefällt. Und mir noch schreiben und dann gucke ich da mal rein. Jetzt stelle ich euch meine wichtigste und beliebteste Apps vor. Ja, dann fangen wir mal an. So, da sind wir wieder. Ihr seht, ich habe da mein Samsung Tablet aufgestellt. Da ist alles ein bisschen größer, dann sieht man es auch ein bisschen besser. Was ich zuerst vorstellen möchte, ist Tab 2. Der Vorgänger war Pulse. Ich klicke es mal an. Tab 2, so wie man spricht. Und zwar kann man hier einen Stream einstellen. Kurzmeldungen, Schlagzeilen von alle möglichen, kann man sich hier was zusammenstellen. Und zwar, ich habe am Anfang habe verschiedene Zeitschriften und Sender, habe Apps abgelegt, Stern, Bunde, Spiegel, möchte jetzt gar keine Werbung machen. Und das kann ich hier alles zusammenfassen. Ich kann also unter hinzufügen, sind also so ein paar Sachen. Da ist mein Kader, der spitzt, der macht der. So, jetzt geht's weiter. Also, ich kann hier verschiedene Streams aussuchen, was ich hinzufügen kann. Das sind also schon Sachen vorgegeben, gell? Da ist alles möglich drin. Auch weniger interessante Sachen für den einen oder anderen. Aber es ist auf jeden Fall alles drin. Bild, Sportbild, Freundin, Bunde, Spiegel. Gehen wir wieder raus. Dann, wenn ihr was Bestimmtes sucht, kann ich über die Suchfunktion suche einen Stream, kann ich hier oben in die Zeile eingeben, also eine Zeitschrift oder einen Sender, wo auf dem Menü, was ich vorher aufgerufen habe, gar nicht drin war. Kann ich jederzeit da dazufügen. Ja.
Jetzt, wie sieht das Ganze aus, wenn ich nachher alles eingestellt habe? Das sind jetzt zum Beispiel, ich möchte gar keine Werbung machen, aber das läuft dann so ab, ich kann rauf und runter scrollen, hin und her. Da habe ich dann meine verschiedenen Zeitschriften drin. Da haben wir jetzt zum Beispiel Tagesschau.de, da habe ich hier die Bild.de, Kicker Online, ja, sieht also ganz schön aus. Bunte.de, Newsline, dann PC Welt, Zeit Online, Cinema, auch wieder fast für Filmfreunde, Spiegel Online, Schlagzeile, Fokus habe ich drin, da so Satirezeitschrift, Titanic, Stern, allgemeine Nachrichten, dann über Technik und, also da könnt ihr da rein, oder habt ihr dann eure Schlagzeile und Streams, habt ihr alles in einem App, gell? Ich kann dann da weiter scrollen, da kommen dann mehr, das seht ihr, da tut jetzt nachladen. Also ich finde das Ding ganz geschickt da, gell? Also alles in einem App. So, das ist also das erste App, was ich vorstellen möchte, also meine Lieblings-App. Jetzt zeige ich es euch nochmal geschwind, der Hanna, Tab 2, so wie man schreibt. So, das war jetzt das erste App. Das nächste App, was ich vorstellen möchte, weil ich gucke ja nicht bloß Filme, ich gucke auch mal Fernsehen, wenn man mal gerade keine TV-Zeitschrift zur Hand hat, möchte oder kann ich empfehlen, TV-Spielfilm. Das ist das Ganze natürlich hier auf dem Kopf. Das drehe ich jetzt mal kurz rum. Dann muss ich wahrscheinlich meine Kamera ein bisschen nachstellen. Ja. TV-Spielfilm. Ein bisschen zurückzoomen. So. Daten werden geladen. Schauen wir mal, was passiert. Müssen wir kurz warten. So, jetzt hat er geladen. Jetzt habe ich aber doch mein kleineres Tablet nachstellen müssen, weil das große, weiß jetzt gerade, was da los ist, der lädt und lädt und kommt nichts. Aber auf jeden Fall, wenn ihr das gestartet habt, dann kommt dann, was jetzt gerade läuft. Es sind nicht alles hinter drin, aber es ist Fox drin, Sat1, RTL 2 und Kabel, RTL, Pro 7, 3 Satz, 1., 2. und so weiter. Da seht ihr dann, was jetzt gerade läuft. Seht ihr nur 15. Läuft hart, aber fair. Seit 1040 der Klosterjäger. Richterin Barbara Salisch, seit 11 Uhr und so weiter. Ihr könnt natürlich auch hergehen und andere Zeit hier einstellen. Und zwar, wenn es jetzt gerade, sagen wir, jetzt ist gerade 11.30 Uhr, dann könnt ihr hier wählen, heute. Dann stellt ihr hier eure Uhr ein. Dann geht ihr hier, klickt ihr an 11 Uhr. Alle, und dann gehen da auf fertig. Und dann müsst ihr jetzt auflisten, was seit 11 Uhr läuft. Und das tut er jetzt auch. Der tut jetzt gerade laden. Braucht geschwind. So, jetzt seht ihr hier, seit 11 Uhr läuft auf Sat1 Barbara Salisch. Auf RTL 2 seit 11 Uhr Family Stories. Dann im ZDF läuft seit 11 Uhr 15 Soko Wismar. Kabel, Laufzeit 11.20 Uhr, Großwisper und so weiter. Also seht, das ist schon, finde ich, eine ganz geschickte App. Gell? Ja, das war das App TV-Spielfilm. So, und das nächste App, was ich vorstellen möchte, ich habe hier auch ein paar Spiele und ein paar Rätsel drauf. Ich mache gerne ein bisschen Rätsel, so Sudoku, also Kreuzworträtsel und so Wortsuche und so, das sieht ja ganz schlecht aus. Aber da habe ich jetzt zum Beispiel Wortsuche, das klicke ich an. Das finde ich auch ganz nett. Das sind also links sind die Begriffe aufgelistet, wo sich in dem Gitter versteckt. Die können also waagrecht, senkrecht, von rechts nach links, von links nach rechts sein oder einfach querbeet. Und da muss man halt jetzt versuchen, die ganzen Begriffe hier raus im Streichen, gell? Ja, versuchen wir mal, ob man ein Wort findet. Nehmen wir mal zum Beispiel Aufbauhilfe oder was man sonst findet. Nachdenken, ja, da habe ich schon ein Wort gefunden.
Gucken wir mal, ob es in der Liste ist. Nachdenken, ja, da haben wir es. Und dann tippt man einfach die erste Buchstabe von dem Wort an und führt nach unten. Und dann hat man schon das erste Wort. Also das finde ich super. Das heißt Wortsuche. Und dann, wenn man alle Wörter gefunden hat, da kommt am Schluss, kommt dann die Zeit, wird dann angezeigt, wo man braucht hat zum Lösen von dem Rätsel. Und so kann man sich natürlich steigern. Und was auch interessant ist, je mehr man halt rausstreicht, umso schwieriger wird es dann später, andere Wörter zu finden. Und da kann sein, dass man sitzt man minutenlang da und man sieht der ganze Wald vor Bäumen nicht. Und dann ist man am Aufgeben und auf einmal sieht man oder findet man das eine oder andere Wort. So, das war das Wort Wortsuche. Da sieht das App so aus. Das nächste App, was ich vorstellen möchte, ist ein Spiel. Das ist kostenlos und das heißt Tempel Run. Braucht aber nicht zum Runterladen, aber das ist ganz toll gemacht. So sieht das App aus. Temple Run schreibt sich das. Und das klicke ich mal kurz an. Ich möchte es halt ganz groß spielen, damit ich bloß die Grafik zeige und um was da geht. Fangen wir mal an. So. Ja, jetzt mit Starter. Das ist das Startbildschirm. Jetzt stehen wir also vorm Tempel, vorm Eingang. Und da müssen wir dann durchrennen. Und unterwegs, da lauern dann Gefahren. Da kommen dann Geister und Fledermäuse und Falle. Und man muss eigentlich sogar. Dann seht ihr's, der rennt jetzt. Jetzt wird hier oben angezeigt, dass man jetzt abbiegen muss oder springen muss. Sag, jetzt hab. Und plumps runtergefallen bin. Aber ihr seht, um was es geht. Schauen wir nochmal, ob wir ein bisschen was nachkriegen. Abbiegen, zack. Da kommt die nächste Abbiegung. Und so geht es im ganzen Spiel und wieder abbiegen. Also, da habe ich sehr gute Kritiker gelesen. Also, da gibt es Leute, die spielen das stundenlang. Und die müssen ihr Handy am Kabel einstecken, weil. Braucht natürlich viel Energie. Aber ihr seht, also die Grafik und die Idee ist einfach toll. Versuchen wir nochmal was und wieder unter. Ja, da noch einen Versuch mache. Und abbiegen. So, da vorne kommt die nächste Kurve. Abbiegen, zack. Jetzt geht es wieder links rum. Und nochmal links rum. Ja, so langsam wird es was. Jetzt müssen wir springen. Müssen wir wieder springen. Da kommt zur Baumwurzel und wieder müssen wir springen. Jetzt kommt eine ziemlich große Grube. Jetzt müssen wir uns wahrscheinlich ducken. Ja. Müssen wir uns wieder ducken. Da brennt es. Da müssen wir unten durch. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen geschlafen. Jetzt bin ich natürlich im Feuer gleich. Also ihr seht auf jeden Fall, um was es geht. Ich finde es ganz toll, das Spiel. Super Grafik. Das war Tempel Run. So, jetzt kommt das nächste App. Das finde ich sehr gelungen. Und zwar ein Kartenspiel. Kartenspiel gibt es ja auch einige. Skat und was weiß ich. Was ich als Kind immer gern gespielt habe, das war Mau Mau. Das gibt es da auch. Und die beste Version, also was sehr gut gelungen ist, ist die Mau Mau Liedhistor da. Und das startet jetzt einfach und dann mache ich mal ein, zwei Spiel und dann ziehe ich das euch mal rein, wie toll das gemacht ist. Das startet jetzt kurz. Das ist jetzt der Startbildschirm. Dann wird der Stapel angezeigt. Müssen nochmal starten. So. Da ist jetzt also der Tisch. Und wenn wir anfangen mit Spielen, da ist schon, der läuft eigentlich gerade schon das Spiel. Mal sehen, ob ich da zum Original komme. Also mit dem, wo es startet. Spielen wir das einfach mal weiter. Also,
Mama, das kennt ihr ja. Also ich bin jetzt am Zug, ich tue einfach da eine Karte streiche. Jetzt muss ich zwei nehmen. So. Da seht ihr also, wie das abläuft. Von den anderen Mitspielern, da seht ihr halt nur die Karte. Und wenn ich die Karte da drauflege, bin er berührt einfach und zieht die da drauf. Der ein oder andere kennt ja die Regel. Da wünscht sich jetzt Karo. Da hab ich Ass. Also ich finde es ganz toll da. Muss ich zwei nehmen? Ja, dankeschön. Ja. Also sehen, um was er geht. Also ich finde es ganz toll gelungen da. Da haben wir einen König. Da muss zwei nehmen. Da wünscht sich Kreuz. Ja, da ist schon einer fertig. Mau, mau. Und das seht ihr hier, die Spieler, das sind so, ich weiß nicht, ob man die einzelnen Namen hier beeinflussen kann. Auf jeden Fall kann man hier auch seinen Punktestand ablesen. Jetzt starten wir das bloß mal ganz kurz, dass ihr seht, wie das am Anfang aussieht. Da ist also der Stapel, der wird gemischt. Sieht doch toll aus, oder? Es tut ja vom Stapel, gibt er jedem einzeln seine Karte und mir, das bin ich da vorne. Also. Ja, das war's. Das war Mau Mau. So, jetzt machen wir noch eine App, was ich vorstellen möchte. Das erinnert mich an alte Zeiten. Atari. Da gab es ja das, die Raumschiffe abschießen. Da kennt ihr wahrscheinlich Space Invaders. Da gibt es das mobile Invaders. Das starten wir jetzt. Ich schaue jetzt im Prinzip wie Space Invaders. Aber seht und um was geht. Hier oben sind die Aliens oder die Raumschiffe, wo da kommen und die muss man abschießen. Ab und zu kommt dann da oben mal ein Raumschiff, jetzt bin ich getroffen worden. Natürlich kommen die Dinger mit der Zeit auch runter und die werden immer schneller. Aber es ist so, so zu Zeitbetrieb oder sich abreagieren. Ja. Versuchen wir es nochmal. Ja, auf jeden Fall seht ihr, um was geht. Kann man sich schön abreagieren. Ja, sag ja. Wie damals Space Invaders. Da oben ist jetzt ein UFO, das gibt noch wieder Sonderpunkte. Ja, das finde ich ganz nett. So. Und habt ihr das auch mal gesehen? So. Das war's noch schon. So, und das letzte App für heute, das ist der Hanna. Das schreibt sich Wetterwiese, also Weatherwise. Und zwar, das ist der Wetter-App. Wetter-Apps gibt es ja wie Sand am Meer. Aber das ist schon mal eine andere Darstellung vom Wetter. Also keine übliche, wo man die ganze Temperatur und Landkarte sieht. Und zwar haben wir hier einen Bonsai-Baum. Und je nachdem, was ich für einen Tag anklicke, sehe ich dann, wie das Wetter ist. Also im Moment haben wir hier oben 21 Grad, also zwischen 18 und 21 Grad. Schalt's. Nachts geht es auf 8 Grad runter. Heute haben wir Dienstag, das Wetter, da ist also sonnig bis bewölkt. Wenn ich jetzt den Mittwoch anklicke, da ändert sich dann das Bild, so wie das Wetter vorausgesagt wird. Also das Wetter ist ja ziemlich bewölkt und dann regnet es. Ist dunkel, der Kamerad, wo den Bonsai-Baum pflegt, da hat er uns schon die Lampe auch gemacht. Dann am Donnerstag, der 28. Da sieht es auch besser aus, da ist auch zugezogen und es regnet. Und am Freitag, also Temperaturen, die gehen da eigentlich auf, also es wird wärmer. Aber hier, das ist jetzt eigentlich bloß mal ein Beispiel, das ist die Ortschaft, wo ich wohne, Reutlingen, Baden-Württemberg. Ist also nur auf Reutlingen bezogen. Das heißt nicht, dass es jetzt in ganz Deutschland oder im Bundesland so ist. Und wie sieht es am Samstag aus? Da ist Stau 29 Grad tagsüber und die Temperatur nachts geht so noch auf 13 Grad. Also ist ja gar nicht schlecht. Gell? Aber ich sage, man kann natürlich seinen Ort einstellen oder sein Bundesland.
Alles ist mal etwas anderes wie die andere Wettersache. Die übliche Darstellung sieht ja folgendermaßen aus. Das ist jetzt auch auf Freudingen bezogen. Da hat man dann, da kann man hier dann am Tag ablesen, das Datum, und es hat man hier die Symbole. Aber das Wetter weiß ist schon mal eine andere Darstellung. Ja, das waren jetzt mal ein paar Apps. So, das waren jetzt ein paar Apps, meine Lieblings-Apps. Das war halt so eine Schnapsidee, ich habe das bei ihm irgendwo gesehen. Da habe ich gedacht, das könnte ich so drunter nachher auch mal machen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen uninteressant war. Aber ihr könntet ja mir auch schreiben oder eure Beiträge ein paar Apps vorstellen, wo euch so gefallen. Vielleicht findet auch der eine oder andere, wo ihr denkt, das muss ich auch haben. Ja, das war's schon für heute. Jetzt mache ich langsam Schluss. Es ist 12.15 Uhr. Es wird so langsam Zeit fürs Mittagessen. Das war heute mal wieder ein Beitrag vom Hacki. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich wünsche euch was. War nett, dass ihr bei mir reingeschaut habt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Hartmut.